Grüßt mit mir Mario Lüdemann. Ja, hallo zusammen. Ich bin eigentlich froh, dass ich heute hier sein darf. Thomas und ich kennen uns ja wirklich seit anderthalb Jahren. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, ob wir nicht eine gemeinsame Veranstaltung machen. Und das Thema, mit dem ich heute darüber sprechen möchte, ist finanzielle Unabhängigkeit. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Wann ist es euch das letzte Mal passiert oder ist es euch überhaupt schon mal passiert, dass ihr morgens aufgewacht seid und das Gefühl hattet, in einem Hamsterrad zu stecken und egal wie schnell ihr lauft, nicht vorwärts zu kommen? Perfekt. Und wie viele von euch würden gerne dieses Gefühl nicht mehr haben, sondern das Gefühl zu haben, ich bin frei und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr geht eurem Hobby nach oder sogar anderen Dingen, wo ihr sagt, das ist genau das, was ich machen möchte und muss nicht fremdbestimmt beispielsweise arbeiten? Das ist eigentlich das Ergebnis, was wir bei vielen Veranstaltungen sehen, dass viele eigentlich in einem Beruf sind häufig, wo sie etwas machen müssen, wo sie gar keinen Spaß dran haben. Und finanzielle Unabhängigkeit würde aber dazu führen, dass ihr genau das machen könnt, was ihr möchtet. Ich möchte euch zeigen, wie das eigentlich relativ einfach ist, mit drei kleinen Dingen dafür zu sorgen, dass man in diese finanzielle Unabhängigkeit kommen kann. Natürlich, der ein oder andere ist vielleicht schon finanziell unabhängig und kann das Leben führen, was er möchte. Ich selber hatte gerade in den Kinderjahren eigentlich immer das Gefühl gehabt, meine Eltern haben sich abgestrampelt, um vorwärts zu kommen. Mein Vater war Schichtarbeiter gewesen, meine Mutter hat im Einzelhandel gearbeitet und als mein Vater dann sehr früh gestorben ist, wurde die Situation gerade finanziell gesehen sehr schwierig bei uns. Das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben und auch für meine Kinder nicht haben. Und vor 20 Jahren bin ich in den Bereich des Börsenhandels gegangen und das war für mich der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, boah, hier kannst du echt was bewegen. Es hat sich finanziell so schnell entwickelt gehabt, innerhalb von 5 Jahren habe ich es geschafft, aus 5.000 Mark damals 1 Million Gewinn zu erzielen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, man kann wirklich viel machen. Ich habe damals meinen Beruf aufgegeben, habe angefangen als Börsenhändler zu arbeiten, das jetzt in den letzten 20 Jahren. Vor 4 Jahren bin ich angesprochen worden, Mensch, Mario, kannst du nicht mal auch Privaten zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man aus einem kleinen Konto ein großes Konto machen kann. Das habe ich gestartet vor 4 Jahren, dieses Projekt. Wie ist es gelaufen? Wir haben eine Webinarreihe gemacht über 3 Monate und habe privaten Tradern und Investoren gezeigt, wie man es schaffen kann, mit einem 5.000-Euro-Konto kontinuierlich Woche für Woche positive Renditen zu erzielen. Dieses Projekt haben wir 2-mal zwischenzeitlich gemacht und alle, die mit dabei gewesen sind, haben gesehen, wie man im Durchschnitt 30-40% Performance machen kann, wenn man weiß, wie das mit Aktien funktioniert. Der Verlag oder ein Verlag hat mich daraufhin kurz angesprochen gehabt und hat gesagt, Mensch, das ist so super die Idee gewesen, wolltest du nicht ein Buch dazu schreiben? Das haben wir letztes Jahr im November, ist es rausgekommen, ein kleines Konto groß traden. Das ist innerhalb von 8 Wochen komplett die erste Auflage damals verkauft worden. Wir sind in der 2. Auflage. Die Vorträge dazu habe ich schon oft gehalten. Zwischenzeitlich, sagte Thomas auch schon, haben 140.000 Trader und Investoren die Vorträge dazu gehört. Und wir machen halt sehr viele Dinge in diesem Bereich. Wie kann man jetzt aber als Privater anfangen, hier voranzukommen? Was sind 3 Schritte, die man auf jeden Fall braucht? Das erste ist natürlich das Thema Geld. Wenn ich kein Geld habe, ist es natürlich schwierig, wenn ich in diesem Hamsterrad stecke, tatsächlich finanziell unabhängig zu werden. Aber man kann natürlich anfangen, auch mit kleinen Summen anzufangen zu sparen, um dann Stück für Stück finanziell unabhängig zu werden. Wir Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Nach der letzten Statistik, die ich vor 4 Wochen gesehen habe, spart jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr 2.300 Euro. Das private Vermögen einer deutschen Familie liegt bei 53.000 Euro im Durchschnitt. Damit sind wir das ärmste Land Europas mit 53.000 Euro. Selbst Länder wie Griechenland, Italien haben doppelt oder dreimal so viel Vermögen wie die Deutschen. Jetzt muss man sich doch fragen, wenn wir so viel sparen, wie kann es sein, dass wir nur so wenig Vermögen haben? Und die Antwort ist relativ einfach. Wir legen unser Geld im Durchschnitt zu 2,2% Zinsen an. Wir Deutschen sind sehr vorsichtige Anleger und das führt halt dazu, dass wir kaum Vermögensaufbau haben. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich klein war, da hatte ich noch so ein rotes Buch, der ein oder andere kennt das vielleicht auch von der Sparkasse, da gab es damals 2 oder 3% Zinsen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil das ist schon so lange her. Und in den letzten Jahren, das weiß ich auch aus dem Freundeskreis, haben die meisten ihr Geld wie angelegt? Als Festgeld,
als Tagesgeld, vielleicht auch noch eine Lebensversicherung gehabt. Durchschnittliche Zinsen, die es darauf gab damals, waren 3%. Heute beim Tagesgeld sind wir bei der Null. Wir haben eine Nullzinspolitik seit vielen Jahren in Europa. Das heißt, es ist kaum noch möglich, 1% Zinsen zu erzielen. Wie soll man also da noch vernünftigen Vermögensaufbau machen? Das geht eigentlich nur dadurch, dass man entweder Immobilien kauft. Dazu werden wir heute bestimmt auch noch mal das ein oder andere hören. Oder man beteiligt sich an großen Unternehmen wie Coca-Cola, Daimler-Benz, Porsche und wie sie alle heißen. Das heißt, man wird Aktionär. Man beteiligt sich an Aktien. Jetzt kann man sagen, okay, das machen doch nur die Großen, das ist alles total schwierig. Nein, ist es nicht. In Deutschland haben wir eine Aktienquote von 6%. Das heißt, ungefähr 5 bis 6 von denen, die hier sind, werden vielleicht auch Aktien im Depot haben, die anderen nicht. In anderen Ländern in Europa hat jeder zweite Aktien. 60% in den USA. Das heißt, dort legen die Leute ihr Geld wirklich anders an. In Italien beispielsweise ist die durchschnittliche Verzinsung, die ein Privater bekommt, 7%. Das ist 3,5-mal so viel wie bei uns. Und ich werde gleich zeigen, was das bedeutet, den Unterschied zu 2% sein Geld anzulegen oder zu 7% oder vielleicht sogar zu 10%. Das heißt, was braucht man? Man braucht zum einen Geld. Wie man das schaffen kann, wenn man es nicht hat, zeige ich gleich. Und man braucht natürlich eine Strategie. Wenn man eine gute Strategie hat, ist das total perfekt. Wie gesagt, die letzten Jahre haben die meisten ihr Geld auf dem Sparbuch gehabt, auf dem Festgeld. Das war bis letztes Jahr das, wo die Deutschen das meiste Geld liegen hatten. Was glaubt ihr, wo es heute ist? Es ist nicht mehr Festgeld und auch nicht mehr Tagesgeld. Girokonto, genau. Girokonto zu 0%. Wer größeres Vermögen hat, ab 1 Million, muss sogar Strafzinsen heute bezahlen bei der Sparkasse in Hamburg. Ist das nicht verrückt, dass man für sein eigenes Geld Zinsen bezahlen muss? Aber das ist genau eine Situation, in die wir uns in Europa hineinmanövriert haben, dass wir sehr wenige Zinsen bekommen oder sogar, wenn wir größeres Vermögen haben, Strafzinsen bezahlen müssen. Was machen die Großen und die Reichen? Natürlich, sie investieren in Immobilien oder eben in den Aktienmarkt. Und da kann man eben durchschnittlich sehr hohe Renditen erzielen. Nehmen wir den Dow Jones, das ist der größte Index der Welt in den USA. Als er gegründet wurde, 1890, da stand er bei 30 Punkten. Heute steht er bei 25.000. Das heißt, der Markt ist die ganze Zeit nach oben gegangen, allerdings nicht gerade, sondern natürlich mit großen Volatilitäten. Aber im Durchschnitt sind das 6% plus Dividenden. Das heißt, wenn man im Aktienmarkt investiert, egal ob in den USA oder in Deutschland, bekommt man im Durchschnitt 6% Zinsen und im Schnitt 2 bis 3% Dividenden obendrauf. Das heißt, wir sind bei ungefähr 8 bis 9%. Zu 0 bis 1%, wenn wir das Geld in Festgeld anlegen. Das heißt, es wäre doch eine gute Strategie, mit einem Teil des Geldes entweder in Fonds zu investieren oder direkt am Kapitalmarkt mit einer guten Strategie. Der wichtigste Faktor im Handel ist aber ein anderer. Und zwar ist das Thema Zeit. Wenn ich viel Geld habe, dann ist es nicht unbedingt nötig, dass ich viel Zeit brauche. Aber gerade wenn ich wenig Zeit habe, und ich zum Beispiel 50 schon bin und habe vielleicht noch 10 Jahre, 15 Jahre bis zur Rente, dann brauche ich eine sehr gute Strategie, um möglichst schnell auch noch mein Kapital zu verdoppeln. Wenn ich beispielsweise zurzeit mein Geld mit 1% anlege, brauche ich fast 90 Jahre, um mein Kapital zu verdoppeln. Wenn ich daran denke, dass wir eine Inflation zwischen 2 und 3% haben, heißt es, ich komme eigentlich nie weiter. Das ist wie in einem Hamsterrad laufen. Ich kann sparen und machen und tun, aber ich komme halt gar nicht voran. Das heißt, es muss irgendwas anderes geben und das geht eben nur, indem man sagt, okay, ich gehe in den Bereich, ich habe eine eigene Immobilie, ich vermiete eine Immobilie vielleicht und ich lege mein Geld beispielsweise in Aktien an. Ich würde es auch nicht in jeder Aktie machen, das heißt, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Wenn man das nicht weiß, kann man das natürlich auch gerade als Einstieg immer mit Fonds machen beispielsweise. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte mich damit beschäftigen, dann kann man natürlich noch viel mehr Performance machen. Warum? Jeder, der Fonds kauft, weiß, dass man zahlt einen Ausgabeaufschlag. Das heißt, 5% gehen von meiner Summe meistens weg, wenn ich damit starte. Und natürlich will der Fondsmanager auch Geld verdienen. Das heißt, da gehen nochmal rund 2% auch von meinem Kapital weg. Wenn ich das selber mache, dann habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich eine sehr schöne Rendite zu erzielen. Und zwar sagt man, dass man als privater Investor ohne große Anstrengung circa 10% plus X im Jahr erreichen kann. Was bedeutet das jetzt, wenn man 10% plus X im Jahr erreicht? Wenn ihr bei der Geburt eines Kindes oder eures Kindes 10.000 Euro anlegen würdet
und das ganz normal am Aktienmarkt arbeiten lasst, ohne großartige Strategien dahinter, würde das bedeuten, wenn das Kind in Rente geht mit 65, was glaubt ihr, wie viel Geld würde dann auf dem Konto liegen? So, werft einfach mal eine Zahl rein. Eine Million. 200.000. Es ist viel mehr. Viel mehr als eine Million. Drei. Mehr. 5 Millionen, genau, das ist es. Wenn man tatsächlich 10.000 Euro über 65 Jahre anlegt, bekommt man 4,9 Millionen hinten raus, also fast 5 Millionen. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können in unserem Kopf, dieser Zinseszinseffekt. Wenn man immer wieder das Geld lässt, arbeiten lässt, dann bekommen wir diesen Zinseszinseffekt. Jetzt kann man sagen, na ja gut, ich habe jetzt vielleicht keine Kinder mehr, ich möchte aber trotzdem irgendwas machen. Anderes Beispiel, wenn man 25.000 Euro heute hat und sagt, ich möchte davon profitieren und ich möchte vielleicht meine finanzielle Unabhängigkeit gerne genießen und ich brauche dafür 1.000 Euro im Monat, dann reicht es aus, 25.000 Euro beispielsweise in Aktien anzulegen und monatlich noch 250 Euro dazu zu sparen, dann ist man nach 10 Jahren so weit, dass man Monat für Monat 1.000 Euro zusätzliche Rente bekommen würde. Ein Durchschnittsrentner in Deutschland, das ist die Statistik von heute Morgen, die ich gesehen habe, bekommt, das ist dieser typische Eckrentner, der das durchschnittliche Gehalt verdient, was man in Deutschland verdient, bekommt etwa 1.000 Euro Rente und hat dafür 45 Jahre eingezahlt. Wenn man 25.000 Euro selber nimmt und 250 Euro spart, nur 10 Jahre lang, bräuchte man nie mehr was einbezahlen und würde ein Leben lang 1.000 Euro Rente bekommen. Ist das nicht verrückt? Was macht die gesetzliche Rentenversicherung mit unserem Geld, das so wenig hinten rauskommt? Und das liegt nicht daran, dass heute die Rentner ihr Geld bekommen. Nein, es gibt so viel Misswirtschaft dort und das Geld wird halt nur verschoben. Die einen zahlen es ein, die anderen holen es wieder raus. Es wird nicht damit gearbeitet. Norwegen ist zum Beispiel komplett anders. Das Rentensystem in Norwegen ist so aufgesetzt, dass das Geld in Aktien angelegt wird. Dort hat jeder Norweger, egal wie alt er ist, heute schon in seiner Pensionskasse über 100.000 Euro liegen. Und das würde bedeuten, dass das schon mindestens eine Rente ist, die etwa 800 bis 900 Euro bedeutet, ohne dass sie irgendeinen Euro einzahlen müssen. Also komplett anderes System, dort komplett auf Aktien angelegt, hier in unserem eine Umverteilung. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, ich habe aber keine 25.000 Euro, was soll ich denn jetzt machen? Na gut, man kann auch anfangen zu sparen und sagen, okay, wenn ich 300 Euro im Monat sparen kann, dann bin ich nach 15 Jahren so weit und bin dann auch, dass ich Monat für Monat 1.000 Euro Rente bekomme, aber eben nach 15 Jahren. Aber es ist doch immer noch besser, diesen Schritt zu gehen und dann dadurch seine Unabhängigkeit zu bekommen. Wenn man sagt, ich brauche mehr Geld, ja gut, kann man machen. Was glaubt ihr, wie lange ihr euer Geld anlegen müsstet, wenn ihr nur 2% Zinsen bekommen würdet? Also das, was der Durchschnitt der Deutschen bekommt. Dann wären es nicht 15 Jahre, sondern was schätzt ihr, wie lange es dann ist? 70 Jahre. 70 Jahre muss man sein Geld anlegen, um dann tatsächlich an 1.000 Euro Rente zu kommen. Erst werden die wenigsten von uns noch erleben, wenn sie jetzt anfangen zu sparen, 300 Euro und in 70 Jahren dann 1.000 Euro zu bekommen, mal ganz abgesehen davon, was 1.000 Euro dann wert sind. Das heißt, ich kann jeden nur ermutigen, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach mal darüber nachzudenken, möchte ich tatsächlich mich abhängig machen vom Staat, dass der irgendwann vielleicht meine Rente bezahlt? Oder möchte ich in diese finanzielle Unabhängigkeit kommen? Ich möchte noch mal kurz auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit kommen. Das ist das Thema, was immer auf jedem Vortrag, auf jedem Seminar genannt wird, warum man denn überhaupt mit Investieren oder Trading anfängt. Was ist für euch ein Grund oder das Hauptding, finanziell unabhängig zu werden? Freiheit. Was bedeutet für dich Freiheit? Zu tun und zu lassen, was ich will und wann ich will und wie ich will. Mhm. Und was würdest du dann machen, wenn du das könntest? Nach einem längeren Urlaub würde ich mit meinen Hobbys widmen. Genau. Was hast du für Hobbys? Tauchen. Dafür lohnt es sich doch tatsächlich, diesen Weg zu gehen. Ich weiß, du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und bist wahrscheinlich auch schon lange finanziell unabhängig. Du machst es eigentlich auch, weil es dir Spaß macht, die Arbeit, so wie das bei mir auch ist. Es ist also so, dass ich 15 Jahre lang nur als Händler im Eigenhandel gearbeitet habe. Das heißt, ich habe nur unser eigenes Geld verwaltet und habe vor 5 Jahren dann angefangen, Trainings und Coachings zu geben, habe auch eine Ausbildung in diesem Bereich extra gemacht, damit ich möglichst viele Menschen erreichen kann, wie hier, einfach um diesen Schritt zu gehen in diese finanzielle Unabhängigkeit und anzufangen, entweder Immobilien zu kaufen oder in Aktien zu investieren.
Wir verkaufen bei uns keine Produkte, nichts, weil es geht mir darum, dass man unabhängig ist. Und das Ganze geht eben auch unabhängig von großen Produkten, die von der Sparkasse, Deutsche Bank oder wie auch immer angeboten werden, sondern indem man einfach Aktien kauft oder entsprechende andere Produkte. Das, man muss natürlich genau wissen, wo möchte ich hin. Aber wenn man ein Unternehmen kauft, wie beispielsweise eine Coca-Cola oder eine Procter & Gamble, das sind die Dinge, die man im täglichen Leben braucht, die werden wachsen und immer größer werden und davon könnt ihr natürlich auch super profitieren. Wir machen zweimal im Jahr eine Veranstaltung, die wir jetzt im Juli auch begonnen haben, das heißt Rendite Unlimited. Das ist eine super Veranstaltung, weil wir hier zeigen, was ist alles möglich, wie könnt ihr es schaffen, in kurzer Zeit 10% plus X Jahr für Jahr zu erreichen. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, vielleicht könnt ihr den Film einmal kurz einspielen mit ein paar Eindrücken aus München. Perfekt. Also so gefällt mir das. Du hast auch die richtige Einstellung jetzt. Jemand tatsächlich den Zugang zur Börse finden möchte, zu Investmentmöglichkeiten oder zu den Aktien, da wäre für mich der Mario der Erste der Wahl mit 5 Sternen. Wenn ihr euch also dafür interessiert, ja. Ich mache die Veranstaltung natürlich nicht alleine. Ihr habt gesehen, da waren ein paar andere Referenten, unter anderem ein ehemaliger Fondsmanager, der in der Vergangenheit mehr als 2,3 Milliarden verwaltet hat. Wir zeigen euch Strategien im Bereich des Investments und des Tradings, wie ihr es schafft, wirklich aus dem Stand heraus im Durchschnitt 10% Rendite zu machen. Wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein, wir werden das Ganze am 1. und 2. Dezember nochmal machen in Düsseldorf. Es ist eine zweitägige Veranstaltung, kostet normalerweise 399 Euro, aber Thomas hat gut für euch verhandelt und er hat gesagt, okay, da musst du hier wirklich mal einen raushauen, wenn du hier in Gronau bist. Und wenn ihr mit dabei sein möchtet, für 99 Euro könnt ihr diese Zweitagesveranstaltung miterleben mit wirklichen Profis, die nichts anderes machen, als tagtäglich ihr Geld zu verwalten, genau wie ich selber auch. Und zusätzlich für alle, die sich heute noch dazu entscheiden, denen schenken wir auch noch mein Buch, Ein kleines Konto Großtraden, der Bestseller, der zeigt, wie man 30-40% mit Trading machen kann. Was wir in Düsseldorf machen, ist Investment. Das heißt, da werdet ihr sehen, wie ihr es schaffen könnt, wirklich 10% plus X zu machen. Eine Frau wird gleich nochmal eine Liste rumgeben. Wer mit dabei sein möchte, trägt sich einfach ein und er bekommt dann im Nachgang auch noch das Buch von uns zugeschickt. Ja, da bin ich schon am Ende. Es passt tatsächlich auf 30 Sekunden genau. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen tollen Abend. Vielen Dank auch nochmal, Thomas, dass ich hier mit dabei sein konnte. Euch einen schönen Abend und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mario Lüdemann.